Der Auftritt der beiden Topstars der europäischen Unterhaltung, Florian Silbereisen und Beatrice Egli, in einem Krankenhaus hat kürzlich Medienwelt und Fans schockiert und fasziniert. In den Medien wimmelt es von Gerüchten und Vorhersagen, dass sie möglicherweise ein neues Familienmitglied willkommen geheißen haben. Am frühen Morgen eines wunderschönen Tages wurden Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei ihrer gemeinsamen Ankunft in einem renommierten Krankenhaus in Paris gesehen. Bilder von ihnen, wie sie Händchen haltend die Krankenhaustür betreten, verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken und anderen Medien. Und in kurzer Zeit rückte diese Nachricht in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Unmittelbar nach der Enthüllung des Bildes begannen Medien und Fans, Fragen zu stellen und Vorhersagen über den Grund zu machen, warum Florian und Beatrice ins Krankenhaus gingen. Eine der wichtigsten Fragen der Fans ist, ob es möglich ist, dass sie die freudige Nachricht erhalten, dass ein Baby auf sie wartet. Trotz des Versuchs, Privatsphäre und Geheimhaltung zu wahren, wurden Florian Silbereisen und Beatrice Egli von Medien und Fans intensiv unter die Lupe genommen. Im Zeitalter sozialer Netzwerke und sofortiger Informationen ist es schwieriger denn je, Geheimnisse zu bewahren. Allerdings schweigen sich die beiden bisher aus und machen keine konkreten Angaben dazu, ob sie verheiratet oder schwanger sind. Sie hielten sich sogar von den Medien fern und nahmen nicht an Pressekonferenzen teil, um die öffentliche Neugier zu wecken. Während wir noch keine genauen Informationen darüber haben, was Florian Silbereisen und Beatrice Egli ins Krankenhaus gebracht hat, gibt es erste Vermutungen und Spekulationen über ihre Situation. Zu den Gründen, die sie ins Krankenhaus führen können, gehören die Vorbereitung auf eine Rückkehr oder ein neues gemeinsames Projekt, ihr Gesundheitszustand oder die Schwangerschaftsvorsorge. Die gesundheitlichen und emotionalen Sorgen von Beatrice Egli sind einer der bemerkenswerten Punkte, die Anlass zur Sorge geben. Sie hat während ihrer Gesangskarriere viele Herausforderungen und Belastungen erlebt und hat oft über die Auswirkungen ihrer Arbeit auf Geist und Körper gesprochen. Schwangerschaftsvorsorge und Schwangerschaft können besondere Aufmerksamkeit und Sorge um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erfordern. Dies sind jedoch nur erste Spekulationen und wir müssen auf offizielle Informationen des Paares oder seiner Vertreter warten, um mehr darüber zu erfahren, warum sie ins Krankenhaus gegangen sind. Seitdem sie miteinander ausgegangen sind und ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, erfreuen sich Florian Silbereisen und Beatrice Egli großer medialer und öffentlicher Aufmerksamkeit. Ihr Leben ist Teil einer Menschenmenge geworden und sie mussten viele persönliche Aspekte im öffentlichen Leben teilen. Sie haben jedoch immer versucht, etwas Privatsphäre zu wahren und nicht zu viele persönliche Daten preiszugeben. Die Kombination von öffentlichem und privatem Leben ist eine große Herausforderung, aber Florian und Beatrice haben Weisheit und gutes Management bewiesen. Une carrière prolifique au théâtre, jouant dans de nombreuses pièces classiques et contemporaines, ainsi que dans des productions à l'étranger. Il a remporté de nombreux prix pour son travail sur scène, y compris le prix Molière pour sa performance dans Racine par la Racine en 1991. Au cours de sa carrière, Bernard Fresson a été reconnu comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus respectés de France. Il était apprécié pour sa capacité à incarner une grande variété de personnages, allant de l'intello désabusé au flic corrompu en passant par le hétéro romantique. Malgré une carrière réussie et bien remplie, Bernard Fresson a toujours cherché à s'améliorer en tant qu'acteur, prenant des cours de théâtre et travaillant avec des jeunes réalisateurs pour explorer de nouveaux terrains artistiques. Sa passion pour la performance et sa détermination à s'améliorer ont inspiré de nombreux autres artistes à travers le monde. Au début des années 80, Bernard Fresson a commencé à connaître des problèmes personnels qui ont affecté sa carrière et sa santé mentale. Il s'est séparé de sa femme avec qui il avait eu deux enfants et a commencé à se sentir isolé et seul.
Ses amis proches ont remarqué des signes de dépression et d'anxiété chez lui. Mais Bernard Fresson a refusé de demander de l'aide ou de parler de ses problèmes. Ses problèmes personnels ont également eu un impact sur sa carrière. Bernard Fresson avait du mal à se concentrer sur son travail et à rester motivé, ce qui a entraîné des retards sur les tournages et des annulations de projets. Il a également commencé à boire de plus en plus, ce qui a eu un impact sur sa santé physique et mentale. Malgré ses difficultés, Bernard Fresson a continué à jouer dans des films et des pièces de théâtre, essayant de maintenir une certaine normalité dans sa vie. Cependant, les problèmes personnels ne faisaient que s'aggraver. Il allait bientôt être confronté à une maladie dévastatrice qui allait changer sa vie pour toujours. Dans les années 80, Bernard Fresson a été diagnostiqué avec une maladie grave qui a eu un impact sur sa santé et sur sa carrière. Bien que le type exact de maladie ne soit pas spécifié, il est connu qu'elle était assez grave pour que Bernard Fresson soit obligé de prendre du temps libre de son travail pour recevoir un traitement médical. Malgré la maladie,